So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, der 1. Dezember, nicht nur 1. Advent, alles Gute, erstmal von meiner Seite aus. Nein, schön, 1. Advent natürlich, aber die neue Spezialforschung zu Team Go Rocket ist auch online und ihr seht schon, eine wachsende Herausforderung, die hat also einen ganz anderen Namen, die letzte war ja ein langer Schatten. Jetzt eben wieder hier, drehe 10 Pokestops, besiege 3, Team Go Rocket Rüpel, fange ein Krypto-Pokémon und das wollen wir jetzt alles machen. Angefangen natürlich hier mit den Stops drehen, das ist der erste, zack, ich melde mich dann zurück beim letzten Stop und wir gehen erstmal los. Ihr wisst, Arenen zählen auch, da ist schon eine, ne? 10 Stops drehen, ab geht's! So, wir sind jetzt hier angekommen, ihr seht, 9 von 10 Pokestops haben wir schon gedreht. Das Gute ist, hier ist noch ein Pokestop und da ist auch gleich ein Rüpel dran. Das heißt, wir drehen, damit wir die Aufgabe mit den Pokestops fertig haben. Bam! Und können auch direkt den ersten Rüpel machen. Feuer. Da nehmen wir natürlich Wasser. Vielleicht kann ich euch ja auch irgendwo abstellen. Solange wie wir den... Da ist ein Mülleimer, ne? Der sieht gut aus. Wählen wir hier die Pokémon aus, am besten immer Kyogre bei Wasser, das teilt mächtig Schaden aus, sieht gut aus, macht eine gute Figur. So, bitteschön. Den hauen wir mal weg, Hundemon hat er mitgebracht, also Hunduster und sicherlich auch Hundemon. Und dann haben wir nicht nur den ersten Rüpel und den letzten Pokestop, dann haben wir auch noch das erste Krypto-Pokémon gefangen, dann fehlen eigentlich nur noch 2 andere Rüpel und dann ist das erste Kapitel auch schon fertig. So. Jetzt kommt das setzt mal alles auf eine Karte und beide gleichzeitig down. Das ist ja richtig genial. Hätte ich lieber meinen Charge-Move eingesetzt. Aber er hat Arcani als letztes. Ist aber auch keine Hürde. Den machen wir auch nieder. So. Na. Wenn ich noch wüsste, wie die letzten Aufgaben waren, dann wüsste ich auch, ob es genau wieder die gleichen Aufgaben sind oder ob doch irgendwas unterschiedlich ist. Bis jetzt sind die Aufgaben, glaube ich, dieselben. Aber kann ja sein, dass trotzdem die Belohnungen unterschiedlich sind und die andere Belohnungen aus den Aufgaben bekommt. Genau, besiege ein Team Go Rocket Rüpel, ist also fertig. Jetzt werden wir das erste Krypto-Pokémon noch mitnehmen. 564 haben wir jetzt, auch bei der Medaille. Los, drück dich durch. 8 Bälle. Und es ist ein Hunduster. Ja, warte mal wieder, das greift nämlich immer gleich an. So, großartig. Müsste eigentlich reichen. Ja, reicht auch. Und Aufgabe fertig. Fange ein Krypto-Pokémon. Aber auch, wir können es natürlich gleich noch bewerten. Vielleicht haben wir ja mal Glück und haben noch einen Hunderter dabei. Nö, sieht komisch aus. Wir ziehen weiter, suchen uns den nächsten Rocket Rüpel, melden uns dann aber beim dritten zurück und dann beenden wir das Kapitel. Beziehungsweise kann ich den Feldforschungsdurchbruch dann auch noch abholen. Oh, 5 von 6. Aber das heben wir uns diesmal auf, denn beim letzten Mal habe ich dann das eingelöst. Da musste dann nochmal 6 neue machen. Also immer vorher überlegen, was ihr macht. Ne? Wir melden uns beim dritten Rüpel. So, da sind wir also angekommen am letzten Rocket Rüpel. Ach, was gehe ich denn jetzt hier auf die... Ich wollte doch hier drauf zeigen. 2 von 3 haben wir schon. Einen brauchen wir noch, den haben wir jetzt hier. Und die Feldforschung können wir dann auch noch abholen. Mit... Nein, jetzt habe ich den schon wieder verpasst. Hätte ich nicht so lange rumgequakt, ne? Jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt muss ich mir einen anderen suchen. Aber da unten im Park sind ja noch welche. Dann laufen wir halt zum Rewe-Eingang. Wir können aber trotzdem mal kurz die, wenn wir schon einmal drin sind, die Feldforschung abholen. Machen wir mal hier Sternstaub, ne? 1. Dezember. Und gucken mal, ob wir vielleicht einen Einhaltstein bekommen. 2000 Staub und ein Einhaltstein. Ich glaube, das erste Mal, dass ich einen aus der Forschung bekommen habe. Jetzt noch ein Shiny hinterher. Ne, ein Groudon. Na gut, nehmen wir trotzdem mit. 17:45, das kann jetzt ein bisschen dauern. Okay,
Key Groudon, rastet doch nicht aus. Wir nehmen wie immer die gelben Bären für doppelte Bonbons und einen roten Ball, denn die kann ich entbehren, die sind nicht so tragisch. Selbst wenn ich jetzt 100 Versuche brauche, ich habe ja Zeit, ihr nicht. Das schneide ich dann zusammen, wenn es zu lange dauert, keine Sorge. Ah, Bruder. Bei dem könnt ihr auf jeden Fall richtig gut einfach fabelhaft treffen, also wenn ihr mal die Aufgabe habt, gönnt euch einen Groudon und nehmt das mit. Dann könnt ihr schön Aufgaben erfüllen, wenn ihr einfach fabelhaft treffen müsst. Wollen wir warten, bis er angreift? Komm, wir werfen einfach nochmal. So, der hält ja eigentlich eh ruhig, also Groudon eigentlich der chilligste Raid-Boss, den es jemals gab. Jetzt aus der Feldforschung dazu, wo er nicht mal fliehen kann, ist er noch chilliger. Und ihr seht, also Fangtrick, abwarten und wenn er angreift, dann schießen, braucht ihr eigentlich gar nicht. Macht ja alles so, da ist er auch schon drin. Waren jetzt auch, glaube ich, nur 5 Versuche oder irgendwas. Wir gucken mal kurz auf die Bewertung. 15 Angriff, Rest ist scheiße, also brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir laufen jetzt mal hier runter zum Park. Also zum Schlosspark, zum Parkeingang und Rewe-Eingang und gucken mal, ob wir den kriegen oder den auch wieder verpassen. So, jetzt sind wir beim Rewe angekommen. Hier ist auch der Rüpel. Wir drehen gleich mal, nicht dass er wieder abhaut. Gucken mal nach dem Satz. Oh, versuch's gar nicht erst. Der Sieg gehört mir. Jetzt ist es natürlich wieder der schwerste. Wir lassen uns mal kurz überfahren. Gehen aber mal hier Richtung Park. Haben wir nämlich noch einen Mülleimer, wo wir euch draufstellen können. Und ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht ist es auch gar nicht so schwer. Vielleicht hat er auch einfach Glumanda, Glutexo und Glurak. Dann ist das trotzdem relativ einfach und geht fix. Wir stellen euch mal hier auf die Hundetoilette. Bam! Nicht nur der Hund ist dein bester Freund, sondern auch die Hundetoilette. Ich gehe nur mal kurz mit dem ausgewählten Team rein, um zu gucken, was er hat. Glumanda, ne? Drücken hier oben, gehen raus und nehmen einfach mal ein bisschen Wasser mit. Wie vorhin beim Hundemon. Und ich sehe schon, apropos Wasser, seht ihr das? Wie hier einfach alles gefroren ist. Alles zugefroren, ne? Da mag man gar nicht raus. Digga, was ist los? Jetzt hätte ich mal einen Stein nehmen sollen, dass man sieht, dass das Eis ist. Auf jeden Fall ist es ein bisschen kühl. Achso, jetzt habe ich den Stop ganz verlassen. Das ist gefährlich. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall Kyogre Wasser dreimal. Damit bin ich eigentlich immer gut gefahren. Ich hoffe, die sind auch alle lebendig. Oh, und das dauert immer 2 Stunden, bis das hier die Viecher auswählt. Ich raff's nicht. Aha. Wie ich sehe, ist ein 100er wahrscheinlich tot. Nehmen wir hier einen Toppelleber. Genau, da liegt nämlich noch eins rum. Aber gut, wir müssen es auch mit den restlichen schaffen. Ist ja kein Problem, außer er nimmt als zweites dann Bisa Flor, Bisa Knosp, irgendwas anderes. Wir hoffen mal drauf, dass er 3 Feuer-Pokémon hat und Glurak am Ende. Dann können wir das jetzt schön mitnehmen. Seht, wie das weggeht, wie er im Prinzip nichts machen kann. Und jetzt kommt es aufs Zweite an. Und. Glutexo, richtig genial. Also ich denke mal, der hat 3-mal Feuer dabei und kann eigentlich einpacken. Jetzt ist der Charge-Move auch voll. Das heißt, wenn er jetzt einen Glurak reinhaut, genau, da ist das Glurak. Ach, was will ich denn hier wählen? Ich muss doch nur hier so stehen bleiben und dann nicht mal einfach fabelhaft. Trotzdem sehr effektiv, Glurak auch weg. Können wir jetzt gleich noch fangen. Dritte Rüpel. Und dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem ersten Kapitel. Ihr kennt das ja, weil bisher ist alles gleich wie immer. Belohnungen wahrscheinlich auch. Aber bei den Pokémon, die es gibt, kann man ja mal gucken. Vielleicht ist da trotzdem noch was anderes dann dabei. 9 Bälle haben wir auf jeden Fall für das Glumanda. Es hüpft. Jetzt greift es an. Großartig. Und vielleicht ist es jetzt schon drin im ersten. Nee, ist es nicht. Für dich stelle ich es jetzt nicht nochmal ab. Wir werfen einfach mit dem Däumchen. Das muss auch gehen. Hier sieht man schon die ganze Wiese. Wie die ganze Wiese hinter mir gefroren ist. Ne? Richtig brutal. Das Glumanda kommt schon wieder raus.
Nerv nochmal ein, mit dem Daumen, wieder großartig getroffen. Eins, zwei, drei, da ist es drin, das bewährt man noch fix. Vielleicht können wir ja ein 100er Glurak machen, habe ich glaube ich sogar schon eins, ein erlöstes. Angriff ist immer okay, aber der Rest ist immer richtig für die Tonne. Wir holen auf jeden Fall jetzt die restlichen Sachen ab, hier 500, 500, 500, am Anfang gab es ja da noch nicht wirklich was. 500 Staub, 10 Pokebälle, 10 Himbeeren. Das war's mit Kapitel 1 von, jetzt weiß ich nicht mehr wie es heißt, ne? Wir sehen uns aber auf jeden Fall in Kapitel 2 von der Team Go Rocket Spezialforschung. Ach so, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.